Ich kann mittlerweile sagen, ich habe keinen Personalmangel mehr. Die Damen und Herren von Krüger haben es geregelt. Ja, erstmal ein herzliches Willkommen zu diesen Druckluft-Tagen 2024 in dieser traumhaften und von den Veranstaltern perfekt dekorierten Location, dem PS-Speicher in Einbeck. Wir haben einen Fachvortrag von der Firma Krüger Consulting. Firma Krüger ist ein Recruiting-Dienstleister aus Hamburg, der uns extrem hilft, Personal zu suchen. Ich kann mittlerweile sagen, ich habe keinen Personalmangel mehr. Die Damen und Herren von Krüger haben es geregelt. Wir haben extrem viele gute Bewerbungen und mittlerweile sind einige Kollegen in der R-Group mit Krüger zusammen. Erstmal vielen, vielen Dank, dass wir jetzt auch hier alle beisammen sind. Aber vielen Dank auch für die Einladung zu den Druckluft-Tagen. Und wir möchten heute sehr gerne zum Thema von Vakanzen zur Verstärkung sprechen. Exzellentes Recruiting als Antwort auf den Fachkräftemangel. Also ich halte den Vortrag nicht alleine. Ich habe auch noch die Frau Kollmann mit dabei, die letztendlich bei uns sehr, sehr viele Kundenprojekte mit betreut. Auch eigentlich das größte interne Team bei uns leitet. Und dann später auf eine Schritt-für-Schritt-Strategie eingeht, wie man letztendlich in dem Verdrängungsmarkt, der es aktuell ja geworden ist, gut punkten kann. Und auch sehr effizient seine Stellen besetzen kann. Vorneweg ganz kurz ein paar Gesichter von uns bei der Krüger Consulting GmbH. Mittlerweile sind wir ein 23-köpfiges Team. Ich habe hier ein paar unserer Teamleiter einfach mal auf der Folie mit platziert. Wir arbeiten mittlerweile mit über 300 Unternehmen zusammen, sind dabei ganz spezifisch im technischen Bereich unterwegs. Es hat viel damit zu tun, dass ich eigentlich auch aus dem Bereich komme, also eigentlich aus dem Maschinenbau. Und wir deswegen insbesondere in dieser Branche unterwegs sind. Und heute erstmal als Grundlage, das kennen wahrscheinlich auch die meisten von euch, weil wahrscheinlich die meisten von euch irgendwo Stellen zu besetzen haben und immer mal wieder auch jemanden suchen. Ich habe von vielen von euch auch schon gehört, es ist sehr, sehr schwer, Fachkräfte direkt aus dem Bereich der Drucklufttechnik zu finden. Deswegen ist natürlich bei vielen von euch auch ein großes Thema. Wir müssen jemanden finden, der auch nach den 2 bis 3 Jahren Einarbeitung noch im Unternehmen bleibt. Und deswegen ist erstmal, glaube ich, als sehr wichtige Grundlage, einen Blick auf den Arbeitsmarkt vorzunehmen. Und zwar hat sich der Arbeitsmarkt mittlerweile zum Bewerbermarkt gewandelt. Das bedeutet, im Schnitt gibt es für jede Fachkraft, und das nicht nur im technischen Segment, sondern wenn man über alle Segmente hinweg schaut, gibt es 2 Vakanzen, die im Raum stehen. Das heißt, jeder potenzielle Bewerber draußen am Markt kann sich seinen Arbeitgeber aussuchen. Und jeder Mitarbeiter, der aktuell in einem Unternehmen tätig ist, weiß, dass er draußen am Markt sehr, sehr viele Möglichkeiten hat, sich eventuell nach einem anderen Arbeitgeber umzuschauen, wenn verschiedene Parameter nicht gegeben wären. Und deswegen ist es umso wichtiger, dafür zu sorgen, dass man auf der einen Seite seine Mitarbeiter bindet und auf der anderen Seite natürlich dafür sorgt, dass man auch permanent neue Bewerbungen erhält. Weil es gibt da natürlich verschiedene Folgen dessen, wenn man unterbesetzt ist oder wenn man natürlich, wenn die eigenen Mitarbeiter auch merken, dass man nicht die Möglichkeit hätte, relativ schnell nachzubesetzen. Und das geht nämlich damit einher, dass man natürlich aktuell vielleicht weniger Servicetechniker draußen hat und damit natürlich gewisse Aufträge gar nicht so abwickeln kann. Aber das geht natürlich auch sehr stark damit einher, dass die eigene Belegschaft durch Überstunden schnell demotiviert ist oder vielleicht auch manchmal so ein bisschen ausblicklos ist, wenn man sieht, ich mache hier schon länger Überstunden, wir haben eigentlich viel zu viele Aufträge, aber unser letzter Probetag ist vielleicht 2 oder 3 Monate her. Und da muss man natürlich auch gerade beim Recruiting sehr, sehr stark aufpassen, dass man da die eigene Belegschaft mitnimmt und die eigene Belegschaft dort auch entsprechend abholt. Und damit natürlich auch zeigt, dass diese Jobs auch im eigenen Unternehmen begehrt sind, weil das natürlich auch ein Teil vom internen Marketing ist. Und um jetzt am Bewerbermarkt Fachkräfte zu gewinnen, ist es eben unglaublich wichtig, dass man nicht darauf wartet, dass jemand auf Jobsuche ist, also ein guter Techniker, der jetzt wirklich
euch jetzt ganz zufällig auf einem Stellenportal findet, das ist wahrscheinlich ein sehr, sehr glücklicher Zufall, sondern man muss hier schon einen Schritt früher ansetzen, weil nicht jede Fachkraft, die aktuell bei einem anderen Arbeitgeber beschäftigt ist, ist glücklich am Arbeitsplatz. Das heißt, ich habe zum Beispiel gestern Abend mit vielen von euch darüber gesprochen, was unternommen wird, um wirklich die Mitarbeiter zu binden. Und ich habe gesehen, dass bei vielen von euch das ein sehr, sehr großes und sehr, sehr präsentes Thema ist, wo man sich darüber Gedanken gemacht, wie kann ich dafür sorgen, dass die Fahrzeuge, mit denen wir unterwegs sind, dem bestmöglichen Standard entsprechen. Wie können wir dafür sorgen, dass die Büros sehr, sehr einladend sind, um dort 40 Stunden die Woche zu verbringen, wenn es mal nicht um den Techniker geht. Und wie kann man dafür sorgen, dass wir über dem Marktdurchschnitt bezahlen und dennoch natürlich sich das Ganze auch sinnvoll lohnt, überhaupt das Geschäft zu betreiben. Und das war wirklich ein Thema von jedem, mit dem ich gestern gesprochen habe. Das ist schon mal ein sehr, sehr gutes Zeichen. Das macht aber nicht jeder andere Arbeitgeber. Also Studien zufolge sind ungefähr 60% der Fachkräfte draußen am Markt, und auch diese Studien sind wieder branchenübergreifend vorgenommen, die sagen, bei meinem jetzigen Arbeitgeber gibt es verschiedene Dinge, die mich montags vielleicht manchmal demotiviert zur Arbeit kommen lassen. Gibt es verschiedene Dinge, wo ich vielleicht denke, ob das jetzt wirklich der Arbeitgeber ist, wo ich lange bleiben möchte, das sei jetzt mal dahingestellt. Und unsere Zielsetzung in der Rekrutierung ist immer, genau diese 60% des Arbeitsmarktes zu erreichen über digitale Medien. Und dadurch haben wir auch in unseren Projekten, also mit über 300 Unternehmen, über 800 Einstellungen auch vorgenommen in den letzten Jahren und damit auch das Zitat aufgestellt, dass es gute Fachkräfte gibt, aber sie nur woanders arbeiten. Und dazu hat die Nele einmal 5 Schlüsselindikatoren vorbereitet, wie wir letztendlich an diese Fachkräfte kommen und wie wir Bewerbung von diesen Fachkräften erhalten können und damit unsere freien Stellen auch schnell und kurzfristig besetzen können. Deswegen, Nele, ich übergebe gerne direkt einmal an dich. Genau, von mir heute so ein bisschen von der praktischen Seite einmal die Schlüsselindikatoren, und ich würde sagen, wir lesen einfach direkt mal los. Das Jobangebot. Fachkräfte bewerben sich bei dem Arbeitgeber, den sie als den besten Arbeitgeber wahrnehmen. Und wer wird jetzt als bester Arbeitgeber wahrgenommen? Ist das derjenige, der einfach omnipräsent ist, der die meisten Schilder in der Stadt hat, wo das Logo am bekanntesten ist? Und Studien zeigen, dass das zwar ein wichtiger Punkt ist, das aber nicht ausreicht. Denn auch hier wieder, über die Hälfte der Fachkräfte nimmt nicht den Arbeitgeber als den besten wahr, der omnipräsent ist, sondern der auch Wissen über das Unternehmen vermittelt. Also es reicht nicht mehr aus, nur zu plakatieren, sondern wir müssen einen Schritt weitergehen. Wir müssen auch etwas über das Unternehmen erzählen. Wir müssen quasi den Blick hinter die Kulissen ermöglichen für die Leute und uns einfach nahbar machen. Und das muss sich auf jeden Fall auch direkt schon im Jobangebot widerspiegeln. Wenn wir das gemacht haben, wir erzählen etwas über den Job, wir nehmen die Leute mit rein, dann ist es natürlich auch wichtig, dass unsere inhaltlichen Sachen da ankommen, wo sie hin sollen. Über die Reichweite, Max, du hast es eben schon gesagt, wir wollen raus, wir nutzen die sozialen Medien. Was nutzt man da? Facebook, Instagram, sehr großer Fokus, jüngere Zielgruppe, LinkedIn, ja, Fachkräfte LinkedIn kann man auch machen, TikTok, jüngere Zielgruppe, auch immer wieder mehr ein Thema, und besonders auch im Videobereich sind da echt ganz tolle Möglichkeiten, um die Leute zu erreichen. Und eine Sache, die ich immer so als schönstes oder eins der schönsten Erlebnisse, um auch so den Erfolg zu sehen, ist, wenn ich bei Unternehmen bin und die Leute treffe, die wir über die Kampagne akquiriert haben. Und vor 2 Tagen erst war ich im technischen Bereich unterwegs, habe einen getroffen, nennen wir ihn mal Jonas, damit es ja auch ein bisschen anonym bleibt, der gesagt hat, yo, ich bin seit 2 Monaten am Start und hier jetzt ganz neu im Unternehmen. Und habe ihn einfach mal alle die Sachen gefragt, die ich mich frage, aber die ganz oft auch von den Unternehmen als Fragen kommen, nämlich was hat er sich eigentlich dabei gedacht, als er sich beworben hat, wann hat er die Anzeige zum ersten Mal gesehen und wie ernst war es ihm eigentlich mit seiner Bewerbung.
Und das war ganz spannend, was Jonas erzählt hat, denn das, was ja, ihn zum ersten Klick bewogen hat, war erstmal gar nicht, dass er auf Jobsuche war. Der hat die Anzeige gesehen, bevor er überhaupt gesucht hat. Der hat ja, das einfach wahrgenommen, abgetan, es war aber omnipräsent. Und wie ist das ja, im normalen Arbeitsmarkt? Dinge verändern sich. Der Meister, bei dem er gelernt hat, der hat aufgehört, ist gegangen. Der Fachbereich, in dem er hauptsächlich gearbeitet hat, der wurde nicht ganz geschlossen, aber so ein bisschen eingestampft. Und ihr könnt es schon ahnen, er hat sich von einem "Ich bin nicht auf Jobsuche" Bewerber zu einem "Okay, ich guck jetzt mal, was gibt es da draußen noch" bewegt. Und natürlich waren wir mit der Anzeige schon präsent. Er hat darauf geklickt und sich beworben. Und das ist eine ja, ganz, ganz schöne Geschichte, die eben zeigt, man ist nicht nur in den sozialen Medien, wenn man auf Jobsuche ist, sondern man ist da omnipräsent. 90% der Leute sind in den sozialen Medien und bewegen sich dort. Und da ist einfach der Ort, wo man die Reichweite dann gewinnt. Hier habe ich mal was mitgebracht aus der Kampagne mit Roos. Das ist auch eine ganz schöne Zusammenarbeit. Wir sehen uns alle 2-3 Wochen, treffen uns in der gesamtgroßen Runde und gucken uns an, was sind eigentlich die Ergebnisse. Und wir haben hier eine richtig schöne Reichweite erzielt von knapp 80.000 Leuten. Umso mehr Impressionen. Warum gibt es hier so einen großen Unterschied zwischen der Reichweite und den Impressionen? Das liegt einfach daran, dass gute Bewerber nicht beim ersten Mal klicken, wenn sie die Stellenanzeige sehen. Weil wie einfach wäre das denn? Man sieht eine Anzeige einmal, alles klar, ich bin auf Jobsuche oder nicht, ich bewerbe mich einfach. Könnte man machen. Der gute Bewerber macht das aber nicht. Der gute Bewerber möchte wissen, mit wem, von wem kommt das eigentlich? Was ist das für ein Unternehmen? Was steckt dahinter? Und deswegen haben wir hier einen Unterschied zwischen Reichweite und der Anzahl der Ausspielungen. Man kann das dann hier auch ganz gut sehen. In den verschiedenen Raten, die dann zeigen, okay, wie viele Leute, die sich die Stellenanzeige angucken, klicken dann weiter in den Prozess und dann können wir auch ganz genau lokalisieren, wo sind eigentlich die Abbruchpunkte. Also wo klickt der Bewerber noch nicht weiter? Findet er die Anzeige interessant? Findet er die Stellenanzeige dahinter interessant? Oder ist er sogar schon so weit, dass er sagt, ah, ich gucke mir jetzt den Kurzbewerbungsprozess mal an. Und um das Ganze noch mal so ein bisschen greifbarer zu machen, fangen wir jetzt einfach mal auf Anzeigenebene an. Wo geht's denn los? Wir wollen emotional catchen und rational begründen. Dieses emotionale Catchen, das kann auf verschiedenste Arten und Weisen passieren. Zum einen kann das eine ganz organische, ganz schlichte Kampagne erstmal sein, um reinzukommen und um zu starten. Und in der Zusammenarbeit mit dem Unternehmen entdecken wir dann aber immer tolle Faktoren, die dann für die Zielgruppe auch umso relevanter sind und mit denen wir dann auch spielen können. Die beste Art und Weise, wie man emotional catchen kann, hier Ausschnitt aus dem Video, ist natürlich das bewegte Bild. Also ich glaube, seit gestern weiß man über uns einfach Medien, Videos, Dinge festhalten, Einblicke geben. Das spielt einfach bei uns eine total große Rolle. Und das Video hier mal exemplarisch ist einfach die schönste Art und Weise, um emotional zu catchen, um ja, Leute reinzunehmen in das Unternehmen und Dinge zu zeigen. Aber auch mit inhaltlichen Dingen kann man natürlich Leute catchen. Wir haben hier als Beispiel vom Elektriker das typische, wie kriegt man Elektriker in den Anlagenbau, jetzt hier in dem Fall Reinraumbau, indem man einfach mit den ja, Negativbeispielen wirbt. Was machen die denn sonst im Häuserbauen, Kabel ziehen, Tätigkeit, ja, da geht noch mehr. Die kann man auf jeden Fall auch auf spannende Außeneinsätze schicken. Oder hier Drews Klimatechnik bei uns oben im Norden in der Nähe. Da haben wir 2 Dinge rausgefunden. Zum einen im Projektleiterbereich, da sind die eingeben, die den Leuten einfach totale Freiheit. Also die können das machen, wie die wollen und ungefähr auch, was die wollen. Hauptsache das Ergebnis stimmt am Ende. Und das ist natürlich eine schöne Geschichte, mit der man dann auch im 2. und 3. Schritt werben kann, weil das natürlich dann die Leute anzieht, die in dem Moment High-Performer sind. Im elektrischen Bereich, auch total spannend bei Drews, haben wir dann im Laufe der Zusammenarbeit herausgefunden, dass die Leute, die wirklich interessant für die waren, die Leute sind, die sich um die Kühl-
Technik in Rewe und Edeka, ja, die sich darum kümmern. Wann kann man die Kühlschränke bei Rewe und Edeka bearbeiten, gucken, ob die funktionieren? Nicht in der Woche, weil ich habe zumindest noch nie so einen Mitarbeiter da gesehen, der sich da an dem Milchregal zu schaffen gemacht hat, sondern das passiert am Wochenende. Und das ist natürlich dann auch eine ganz schöne Geschichte, aufzuzeigen, okay, am Wochenende in dem Bereich, bei uns machen wir das Ganze in der Woche. Im Anlagenbau, in den Außeneinsätzen, bei uns kann man das einfach anders gestalten, den Job ja neu definieren. Oder was wir auch immer wieder hören, ist, dass Leute gerne ihre Arbeit machen und sich aber voll auf ihre Arbeit konzentrieren. Viele Servicetechniker haben keine Lust, sich um ihre eigene Reiseplanung und die eigene Hotelbuchung zu kümmern. Wenn man denen das abnimmt, auch eine ganz schöne Kampagne. Hier einfach nochmal ein paar Beispiele, wie man auch catchen kann. Video ist natürlich aber, wie gesagt, das, wo man am meisten Emotionen transportieren kann und womit wir auch am allerliebsten eigentlich in so eine Kampagne starten, um das zu vermitteln. Rational begründen, lass uns weitergehen. Emotional fängt es an, aber wir können natürlich oder wir wollen natürlich bei der Illusion oder bei dem Attraction-Ding, wenn man jetzt auch mal AIDA so aus dem Marketingbereich nimmt, wir wollen da nicht stehen bleiben, sondern wir wollen auch ganz down to earth die Dinge so erzählen, wie sie sind. Und deswegen haben wir eine ganz natürliche Stellenanzeige, die jetzt nicht völlig wild aus der Luft gegriffen ist, sondern die als Stellenanzeige erkennbar ist. So, dass die Leute wissen, ah, okay, es ist wirklich eine Stellenanzeige vom Unternehmen. Da sind Dinge eingearbeitet, Benefits, meistens runtergebrochen. Wir brauchen gar nicht mehr 10 Benefits. Wir brauchen ein paar Benefits, die dann wirklich zählen und das reicht völlig aus. Wir haben natürlich eine Vorstellung vom Unternehmen, schauen uns die Tätigkeiten an. Wenn ich Tätigkeiten sage, dann meine ich natürlich nicht, ja, du bist verantwortlich für den und den Bereich, sondern was bedeutet das eigentlich? Wie mache ich das eigentlich? Wie gestaltet sich mein Arbeitsalltag? Und was sind die einzelnen Schritte, die ich ja in meiner Arbeit erlebe? Und das sind nur ein paar Beispiele. Dann an den richtigen Stellschrauben drehen. Wie kann man Dinge verbessern? Wir sind nicht eine Agentur, die sagt, okay, wir haben ein Produkt, das verkaufen wir, das machen wir fertig, das stellen wir online und dann hat sich das Ding erledigt. Sondern wir leben von dem Austausch mit den Unternehmen. Deswegen auch immer das Statusgespräch. Und ich finde das am Beispiel von Groß auch total schön. Da sitzen tatsächlich 8 Leute. Also insgesamt, ich habe extra nochmal nachgezählt, 8 Leute. Unproduktiv könnte man sagen, aber nein, das ist total wichtig, weil ich spreche super gerne mit Führungskräften, aber interessant ist natürlich auch, was ist denn mit den Leuten, die der Job betrifft oder die Leute, die dann einstellen, die Fachbereiche, die Leute, die darüber hinaus noch die Geschichten erzählen können. Und so haben wir beide Seiten, nämlich auf der einen Seite die Zahlen und auf der anderen Seite die Erlebnisse im Unternehmen, um dann einfach gucken zu können, okay, an welcher Stellschraube können wir nochmal drehen? Wie können wir die Kampagne auf noch ein anderes Level heben? Wie können wir noch einen anderen Winkel mit reinnehmen? Und wie können wir einfach die technischen, aber auch die marketingseitigen Stellschrauben einfach nutzen, um immer dichter an den Zielbewerber zu kommen? Und da hört es natürlich nicht auf. Bewerbungen generieren, das liegt auf unserer Seite. Aber es ist natürlich total wichtig, was dann danach mit den Bewerbern passiert. Denn der richtige Umgang mit den Bewerbern ist einfach das, wo wir sehen, das ist der Unterschied, wie schnell Unternehmen einstellen. Schnelligkeit im Bewerbungsprozess, das A und O. Wir empfehlen Unternehmen anzurufen zwischen 24 und 48 Stunden nach Eingang der Bewerbung. Wir rekrutieren auch selbst auf diese Art und Weise und von uns kriegt jeder Bewerber, der sich beworben hat, einen Anruf. Egal, ob jetzt in der Vorqualifikation schon klar geworden ist, passt vielleicht nicht ganz so gut, aber wir wollen einfach mit den Leuten sprechen. Wir wollen verstehen, wie die die Anzeige verstanden haben. Wir sind da einfach auf die, auf die Rückläufe angewiesen und die zeigen uns eigentlich am besten, was gerade am Markt passiert, geben uns die besten Einblicke auf den Bewerbermarkt. Und dann haben wir noch eine ganz nette Sache. Ich habe selber im Marketing angefangen, bin dann in die HR-Richtung eher gegangen, weil mich dann doch der Mensch mehr interessiert hat. Und wir haben dieses Schmerzlösungsprinzip. Vielleicht auch besser bekannt als die Wechselmotivation des Bewerbers. Denn es ist heutzutage ja nicht mehr nur wichtig,
warum hat sich ein Bewerber beworben, ist der qualifiziert, sondern dieses Schmerzlösungsprinzip, was möchte ein Bewerber, ist der Schlüssel, um die Person dann wirklich auch einstellen zu können. Weil nur wenn ich weiß, was der Bewerber sich wünscht, kann ich auch abgleichen, ist das etwas, was ich dem Bewerber bieten kann. Und da hat man schon, wenn man das direkt am Anfang weiß, hat man schon eine viel bessere Gesprächsgrundlage, um dann auch in dem weiteren Bewerbungsprozess da ja, die richtigen Eckpunkte ja, darzustellen, abzuklappern, um dann einfach schnellstmöglich einzustellen. Und um nochmal bei dem Beispiel von Jonas zu bleiben, von vor 2 Tagen. Der hat am Samstag hat er sich beworben, am Montag hatte er den ersten kurzen Kontaktpunkt, am Donnerstag wurde er beim Essen machen angerufen, am Freitag eingeladen und hat dann direkt den Arbeitsvertrag unterschrieben. Das ist etwas, was nur geht, weil verstanden worden ist, okay, wie war das bei Jonas, wie sieht das aus, was war seine Wechselmotivation? Der Meister hat gekündigt, der war nicht mehr da. Das war eine Top-Wechselmotivation, wo man gar nicht noch lange drüber sprechen musste. Der hat von der Qualifikation gepasst, die Wechselmotivation hat gestimmt. Zack, war der eingestellt und arbeitet seitdem im Unternehmen. Und ich habe ihn auch nochmal gefragt, so, ja, sag mal Jonas, wie ist das denn jetzt? Wie guckst du jetzt auf Werbeanzeigen? Hat sich dein Blick darauf verändert? Ja, der Blick hat sich verändert. Er war überrascht, dass er so schnell eine Rückmeldung bekommen hat. Also das, obwohl es ein Bewerbermarkt ist, überrascht mich das auch, wie wenig Bewerber trotzdem eine Rückmeldung bekommen. Also wie oft Bewerbungen trotzdem noch im Sand verlaufen, obwohl alle von Fachkräftemängel sprechen. Und das ist natürlich ein wichtiger Faktor, wo wir natürlich auch auf die Unternehmen angewiesen sind, dass die dann natürlich auch sagen, okay, wir schauen uns die Bewerber an, wir kontaktieren die Leute, wir wollen in den Austausch, in den Kontakt mit den Leuten gehen, um dann einfach auch ja, den Prozess bis zum Ende zu spinnen und nicht von vornherein schon zu sagen, ah, okay, nee, ist nicht geeignet, den kontaktieren wir nicht. Jonas hat echt so ein bisschen ja, das auch nochmal so vermenschlicht, was wir vorhin an den Zahlen gesehen haben, weil ich ihn dann auch nochmal gefragt habe, so, ja, und wie ist das jetzt? Hast du jetzt einen Arbeitgeber auf lange Sicht gefunden oder würdest du auch wieder auf die nächste Stellenanzeige anspringen? Und für ihn war die Sache ganz klar, nö, brauche ich ja nicht, weil ich bin ja jetzt gerade nicht auf Jobsuche. Und das zeigt, finde ich, auch, dass wir keine Leute abwerben wollen, sondern wir wollen nur zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort sein, sodass die Leute, die dann halt ja, mit Dingen unzufrieden sind, sich dann einfach ja, dahin orientieren können, wo einfach die Dinge auf beiden Seiten passen. Und so haben wir ein ganzes Bild, einmal den Kreis geschlossen. Wir können nochmal die Punkte im Überblick durchgehen. Wir fangen an über das Jobangebot, die Reichweite, emotional catchen, rational begründen, richtige Stellschrauben, also wir arbeiten da weiter dran und der richtige Umgang mit den Bewerbern ist aber dann das Einzige, was den Sack zumachen kann, weil ich kann die Leute nicht einstellen, dafür brauche ich einfach die Unternehmen auf der anderen Seite. Und gerade was das emotionale Catchen angeht, hat sich aber Max auch für diese Veranstaltung hier nochmal was ganz Besonderes ausgedacht und ja, ich gebe einfach mal wieder zurück an dich. Und das Besondere ist, das hat Lene schon einmal kurz angesprochen am Beispiel von Jonas. Und zwar, obwohl die meisten Unternehmen händeringend nach Fachkräften suchen, machen das die meisten Unternehmen nicht. Das heißt, ich würde einfach mal pauschal behaupten, 80% der mittelständischen Unternehmen haben sich noch nie darüber Gedanken gemacht oder auch wirklich mal eine Marktanalyse gemacht, ist mein Jobangebot überhaupt konkurrenzfähig? 80% der Unternehmen da draußen, die erreichen Jonas entweder nicht oder vielleicht nur einmal im Monat, sodass sie bei Jonas nicht richtig hängen bleiben. Oder sie sorgen einfach dafür, dass sie zwar Jonas erreichen im dritten Punkt, aber nicht dafür sorgen, dass Jonas sich diese Anzeige anschaut. Und wenn sich dann Jonas nach 3 Monaten immer noch nicht beworben hat, dann schalten sie es vielleicht lieber aus, anstelle zu optimieren. Oder wenn der Jonas sich gerade bei 5 Arbeitgebern an dem Samstag beworben hat, naja, dann ruft man vielleicht den Jonas erst 14 Tage später an. Der hat schon 3 Vorstellungsgespräche und dementsprechend fängt Jonas bei einem anderen Arbeitgeber an. Und das ist auch etwas ganz Besonderes, was ich hier einmal sagen möchte. Man muss gar nicht alle diese Stellschrauben in absoluter Perfektion erfüllen. Es reicht einfach, sich wirklich auf diese Grundlagen zu fokussieren und man kann schon deutlich am Markt hervorstechen, weil eben ganz, ganz viele Marktteilnehmer das gar nicht so richtig auf dem Schirm haben. Dennoch habe ich jetzt auch beobachtet über die letzten 2 bis 3 Jahre, dass natürlich immer mehr Unternehmen auch abseits von den Stellenportalen suchen, weswegen Rücklauf über die Stellenportale über die letzten Jahre noch schlechter geworden ist.
und immer mehr Unternehmen auf den sozialen Medien rekrutieren. Und deswegen möchten wir hier natürlich gerade diesen dritten Punkt, wo man natürlich in der Masse der Werbeanzeigen untergehen kann, wenn jeder damit wirbt, dass der Servicetechniker nicht selber seine Reisebuchung vornehmen muss, möchten wir hier auch in der Zukunft hervorstechen. Und das geht insbesondere durch Videomarketing. Videomarketing haben wir jetzt hier mal als Beispiel gebracht. Videomarketing ist in den letzten 3 Jahren ein wesentlicher Bestandteil von dem Thema Personalmarketing geworden. Denn man hat mit nichts anderem die Möglichkeit, so viel Unternehmensidentität nach außen zu tragen, wie mit einem Video. Man hat mit nichts so stark die Möglichkeit, mit einem relativ geringen Budget unglaublich viele Leute mit dieser Persönlichkeit zu erreichen, weil man als gutes Beispiel, wir filmen jetzt hier diesen Vortrag, natürlich haben wir jetzt hier vielleicht bis zu 15 Unternehmen auch mit in dem Raum gehabt, aber dadurch, dass der Vortrag gefilmt wird, können wir den ja irgendwann nochmal anders wiederverwenden und auch mal jemanden schicken, der vielleicht auch mal einen Einblick bekommen möchte. Und genau das Gleiche könnt ihr natürlich auch im Recruiting machen. Bevor man jedem Bewerber am Telefon 20 Minuten erklärt, was man eigentlich in der Arbeitsstelle macht und damit vielleicht auch gar nicht erst jeden überhaupt ein Telefonat dabei hat, kann man die Arbeitsstelle filmen, kann das Team filmen, kann das nach außen tragen und dann natürlich auf Basis dessen dafür sorgen, dass sich die Richtigen bewerben und im besten Fall gar keine Rückfragen mehr haben. Man hat außerdem wesentlich weniger Kosten bei der Ausspielung der Werbeanzeigen, weil Video ist über die letzten Jahre das dominante Format auf den sozialen Medien geworden. Das heißt, gerade Nela hat es vorhin angesprochen, das Thema TikTok. Natürlich, über TikTok gewinnen wir aktuell noch keinen Servicetechniker, aber sehr erfolgreich Azubis. Hat aber dafür gesorgt, dass jedes Medium sich gerade Sorgen macht, dass die Chinesen einem jetzt die Plattform wegnehmen. Und deswegen möchte jetzt gerade jede Plattform möglichst viel günstige Reichweite für Videos verteilen, womit man die Möglichkeit hat, 30-50% der Kosten einzusparen, beziehungsweise mit dem gleichen Budget 30-50% mehr Bewerber zu erreichen oder eine höhere Bewerberqualität. Und man macht das Ganze nicht nur kurzfristig, sondern man betreibt damit einen nachhaltigen Markenaufbau, weil so ein Video bleibt im Kopf. Man hat einmal die Stimmen gesehen, man hat einmal das Unternehmen gesehen und es ist anders als so eine Bildanzeige, die ihr vorhin gesehen habt. Die Bildanzeige, die habe ich nach 3 Tagen wieder vergessen. Ein emotionales Video nicht. Auf der nächsten Folie mal ein Beispiel für so ein richtig gutes Recruiting-Video mitgebracht, wo ihr das einfach mal beispielhaft sehen könnt, was ich damit meine. Wir suchen dich für unser Team. Das Besondere für mich bei der Firma Groß ist, dass ich mich extrem selbst verwirklichen kann, ob bei den Projekten oder in der Zusammenarbeit mit meinen Kollegen. Dass wir ein recht junges Team sind, dass hier auch viel gemacht wird. Wir haben Fitnessstudio, Sauna. Die Firma bietet ja auch sehr viel. Sehr gut gefallen hat mir auf Anhieb schon die lockere Arbeitsatmosphäre hier. Von Anfang an war die Idee, ich möchte in der Firma eben in einem Umfeld leben, so wie ich es zu Hause auch gestalten würde. Und die Aufgabe ist es eben, dass alle, die hierher kommen, jeden Tag Spaß haben. Mein Name ist Michael Groß, bin Gründer dieser Firma. Wir haben im Jahr 1996 mit dem Bereich Druckluftanlagenbau und Druckluftservice begonnen. Die Firma Groß teilt sich in 2 Geschäftsbereiche auf. Einmal die Druckluftabteilung, einmal die Fahrzeugabteilung. Im Fahrzeugbau wird das nochmal unterteilt in den Handicap-Bereich und den Fahrzeugeinrichtungsbereich. Groß ist auf jeden Fall ein sehr sicherer Arbeitgeber. Wir sind mit beiden Geschäftsbereichen in sehr vielfältigen Branchen unterwegs. Du als neuer Kollege wirst dich bei uns im Team super zurechtfinden, wenn du offen bist für ein cooles Team. Sehr viele nette Kollegen, die mich sehr gut abgeholt haben. Jetzt bewerben, um Teil unserer Großfamilie zu werden. Weitere Anforderungen und Ausführungen findest du in unserer Stellenbeschreibung. Wir freuen uns auf deine Bewerbung. Genau, und das jetzt einfach mal nur beispielhaft. Ihr müsst euch das Ganze jetzt so vorstellen, Wettenberg und der Umkreis ist jetzt nicht unendlich groß. Und selbst wenn sich jetzt jemand gerade nicht darauf bewirbt, er hat trotzdem schon mal gesehen, oh, es gibt eine Sauna, oh, es gibt da junge Mitarbeiter, oh, die machen verschiedene Bereiche in dem Unternehmen. Und selbst wenn vielleicht mal diese Kampagne nicht mehr aktiv ist, ist es trotzdem bei jemandem im Kopf hängen geblieben, dass hier gerade gesucht wird. Und um mal auf das Thema Aufwand einzugehen, dafür, also da ist noch ein anderes Video in der Hinterhand, wir haben 2-3 Stunden vor Ort gebraucht, um das letztendlich sehr, sehr unkompliziert mal für so eine Recruiting-Kampagne zu produzieren. Wir haben viele Unternehmen, wo wir auch 4-8 Mal im Jahr vor Ort sind.
mit ganzen Drehtagen und dann natürlich eine andere Strategie verfolgen. Aber das Ganze ist mit wesentlich weniger Aufwand verbunden, als man ganz häufig denkt. Und deswegen haben wir uns auch für den heutigen Tag etwas Besonderes überlegt. Und zwar, weil wir jetzt auch in der Vergangenheit mit Airgroup-Mitgliedern so erfolgreich gearbeitet haben und uns das auch auf der menschlichen Ebene sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Weil Recruiting ist was Menschliches. Wir sitzen alle 2 Wochen zusammen. Wir müssen uns über mehrere Monate und Jahre lang da halt auch immer auf einer guten Augenhöhe verstehen können. Das einmal dazu. Und wenn noch jemand Fragen hat, wir haben noch minus 1 Minute, deswegen sprecht uns lieber im besten Fall danach an. Dankeschön. Thank you.